Hallo zusammen. Was macht der Schreiberling am Sonntag? Er schreibt, genau. Aber nicht ohne vorher brav am Friedhof gewesen zu sein und für alle Heiligen das Grab hergerichtet zu haben. Beim Grab herrichten und überhaupt alle Heiligen, da kommt bei mir immer sehr viel Erinnerung hoch. Und bei Erinnerung bin ich dann auch prompt schon bei etwas, zu dem ich mich habe überreden lassen und bei dem ich jetzt sehr froh darüber bin, mich dazu überreden haben zu lassen. Schwierig. Es war das Buch Ibiza, wenn die Träume laufen lernen, erschienen im Amrun Verlag. Ein Buch, in dem ich auf dringendes Anraten meiner Agentin, wofür ich ihr heute wieder einmal sehr dankbar bin, einige meiner eigenen Erinnerungen aufgearbeitet habe und einige meiner Erinnerungen verarbeitet habe. Es ist ein sehr lustiges Buch geworden, weil es einfach eine Zeit meines Lebens war, die für mich wunderschön war. Natürlich gab es da auch negative Erinnerungen, die gibt es immer, sonst wäre es kein normales Leben. Aber zum Großteil waren diese Jahre mit die schönsten meines Lebens. Und das wieder auferstehen zu lassen, das wieder, naja, eigentlich nochmal zu erleben, muss ich euch nicht erzählen, wenn ihr irgendetwas schreibt, dann, man lebt immer mit. Und wenn man dann im eigenen Leben nochmal mitlebt, ist es nochmal interessanter. Ich habe ungefähr, sagen wir mal so grob, 40% Gabriele da drin verarbeitet und die restlichen knapp 60% sind Kara, meine Protagonistin, die ich sehr gerne mag. Kein Wunder, ist ja ein Teil von mir. Und das Buch ist mir auch deswegen sehr wichtig, weil ich da vieles von dem endlich mal reinschreiben konnte, was ich für uns, für unser Leben wichtig finde. Unter anderem habe ich ja immer die Angewohnheit, hier vorne so nette Sprüche reinzuschreiben. Das habe ich auch hier wieder gemacht. Und zwar ist der hier von Mark Twain. Trenne dich nicht von deinen Träumen. Wenn sie verschwunden sind, wirst du weiter existieren, aber aufgehört haben zu leben. Da hat er jetzt nicht Unrecht, weil wenn wir unsere Träume aufgeben, dann ist meistens vorbei. Ich habe dieses Buch auch auf der Buch Berlin dabei. Am 23. und 24. November. Ich freue mich drauf, euch dort zu sehen. Und um euch schon mal ein bisschen neugierig auf das Buch zu machen, werde ich euch in den nächsten Tagen einige kleine Ausschnitte draus vorlesen, auch hier so per Video. Und ich hoffe, es macht euch ein bisschen Spaß und ich hoffe, das Buch gefällt euch. Und ich freue mich überhaupt drauf, euch in Berlin zu sehen. Also, jetzt erstmal noch einen wunderschönen Restsonntag. Ich schreibe dann mal weiter, weil ich habe ja schon wieder eins zum Schreiben. Und wünsche euch alles Liebe. Bis dann, eure Gabriele.